Warum ich? Diese Frage stellt sich Rudi Assauer immer wieder. Die Medizin hat für diese Frage nach der Ursache von Leid und die Frage nach Schuld und Gerechtigkeit keine Antwort. Natürlich gibt es medizinische Folgen eines bestimmten Verhaltens. Raucher etwa brauchen sich über Lungenkrebs nicht zu wundern, doch nur selten ist der Zusammenhang zwischen dem Tun und dem Ergehen so eindeutig. Die Kirchen sind gefragt, denn ihr Auftrag ist es, den Menschen beizustehen, besonders den Armen, Schwachen und Kranken. Deshalb jetzt der Appell der katholischen Kirche in Württemberg: greift das Thema Demenz auf, kümmert euch um die Demenzkranken in eurer Gemeinde. Denn sie brauchen vor allem eines: Kontakt zu anderen. Soziales Eingebundensein schützt erwiesenermaßen vor dem Voranschreiten der Krankheit. Die Kirchengemeinde ist für die Gemeinschaft genau der richtige Ort. Rudi Assauers Frage aber bleibt: warum ich? Die Vorstellung von einem strafenden Gott, der schon zu Lebzeiten die Strafe für begangene Sünden schickt, diese Gottesvorstellung passt ganz und gar nicht zum liebenden Gott Jesu Christi. Doch was ist mit Schuld und Sühne, wenn Gott der Gott der Vergebung ist? Was habe ich getan, dass ausgerechnet ich an dieser Krankheit erkrankt bin? Hat Gott die Krankheit geschickt oder wieso schaut er nur zu, wenn ich leide? Und immer wieder Rudi Assauers Frage: warum ich? Die Antwort Gottes ist einfach und schwierig zugleich. Sie lautet: es wird alles gut, oder in den Worten Jesu: das Reich Gottes ist nahe. Kein billiger Trost, sondern der Verweis darauf, dass das Leben nicht schon der Himmel auf Erden ist, sondern dass der Himmel vor uns liegt, bei Gott. Und die Krankheit, all das Böse und Schlechte im Leben nur das leidvolle Durchgangsstadium zu Gott ist, auch für Rudi Assauer.